So we started out on a dirty road. Guess I'll know when I get there. I'm learning to fly. Learning to fly around the clouds. Learning to fly. What goes up? Learning to fly. Dürfen Sie ganz herzlich hier heute im Burghauser Stadtsaal zur mittlerweile zweiten Absolventenfeier recht herzlich begrüßen. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Silvia Seibold, ich bin Professorin für Betriebswirtschaftslehre am Campus Burghausen. Willkommen zur zweiten Absolventenfeier. Seit dem heutigen Tag, dem 1. Oktober, ist der Standort hier eine offizielle Fakultät, eine Fakultät für chemische Technologie und Wirtschaft. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Campus in einigen Jahren eine nationale, ja vielleicht internationales Renommee genießen wird. Liebe Absolventinnen und Absolventen, auf Ihrem weiteren Lebensweg begleiten Sie meine und unsere besten Wünsche für Gesundheit und persönliches Glück und Ihren beruflichen Erfolg. Ihnen allen einen schönen und geselligen Abend. Herzlichen Dank. Liebe Absolventinnen und Absolventen, es freut mich sehr und es ist mir auch eine sehr große Ehre, dass ich hier sein darf. Und wir sind in besonderer Weise erfreut, dass es in Burghausen eine Hochschule gibt. Und dazu haben Sie als Absolventinnen und Absolventen sehr viel beigetragen. Ich möchte mich aber auch im Namen der Stadt Burghausen ganz herzlich bedanken bei den Professorinnen und Professoren, natürlich auch beim Landkreis. Vielen Dank und alles Gute. Zu Ihrer Graduierung, mit der Sie eine deutliche Wegmarke in Ihrem Bildungsbiografen setzen, darf ich Ihnen recht herzlich gratulieren. Ich weiß nicht, was Sie im Einzelnen bewog, hier in Burghausen zu studieren. Eine kleine Stadt, aber doch eine sehr schöne Stadt. War es eventuell die Nähe zum Elternhaus, das besondere Studienfach, freundschaftliche Bindungen oder der Vorteil Tür an Tür mit den internationalen Konzernen der chemischen Industrie zu arbeiten? Nun wünsche ich Ihnen, dass sich die Mühen des Studiums und die geknüpften Kontakte und Netzwerke für Sie auszahlen und Sie Ihr erworbenes Wissen anwenden und eine Arbeitsstelle einnehmen können, die Sie ausfüllt und die Sie erfüllt. Und seien Sie stolz auf sich. Sie haben allen Grund dazu. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft. Also, liebe Absolventinnen, Absolventen, geschafft haben es jetzt rund 40 Studenten in diesem Semester, die ihren Abschluss erreicht haben und jetzt ihre Wege gehen. Franz Kafka sagte einmal, Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen. Das Studium am Campus Burghausen, das war sehr praxisnah. Sicherlich können sich einige Studenten noch an unsere Exkursionen erinnern, die wir gemeinsam unternommen haben. Wir haben auch unglaublich viel für unser persönliches Leben und über uns selbst gelernt. Besonders geprägt haben uns in den letzten vier Jahren vor allem unsere Professorinnen und Professoren, die Lehrbeauftragten und natürlich das fleißige Campus-Team. Bei Ihnen allen möchten wir uns von ganzem Herzen bedanken, dass Sie uns auf unserem Weg begleitet und uns so viel beigebracht haben. Und danke auch vor allem an unsere Kommilitoninnen und Kommilitonen. Wir haben eine wundervolle Zeit mit euch verbracht und hoffen, dass wir uns auch in ein paar Jahren noch immer regelmäßig über den Weg laufen. Dankeschön. Jetzt sind die Unternehmen überzeugt, dass die Campus Burghausen Studierende die absolut richtigen Absolventen sind und die Fachkräfte von morgen, das sind Sie. Und das ist Ihr Verdienst, weil Sie sich dort bewiesen haben. Sie haben im Studium viele positive Dinge erlebt. Sie haben tolle Menschen kennengelernt, haben sich gut untereinander vernetzt. Tragen Sie das auf jeden Fall weiter, auch wenn vielleicht der ein oder andere etwas entferntere Kontakt über die letzten drei Semester ein bisschen auseinandergedriftet ist. Schauen Sie, dass Sie das reaktivieren und untereinander gut vernetzt bleiben. Ich wünsche einen schönen, geselligen Abend und bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie hier am Campus Burghausen studiert haben. Toll, dass ich die Hochschule jetzt langsam wirklich etabliert hat im
Kreis der akademischen Ausbildung hier in der Region. Herr Professor Köster hat es gesagt, es ist schon noch eine Pilotphase gewesen. Sie gehörten noch zu den Pionieren. Für uns war und den Standort war es natürlich ganz, ganz wichtig, dass Sie die Entscheidung für Burghausen getroffen haben. Know-how und Energie sind die beiden wichtigsten Basisrohstoffe, die wir hier in der Region haben. Der Bedarf nach jungen, frisch ausgebildeten, flexiblen Arbeitskräften dort immens hoch sein wird, auch in der Zukunft. Ich denke, wir sind da erst am Anfang einer Entwicklung. Es gibt neue Märkte, neue Produkte, neue Systeme werden entstehen. Sie können da voll mitspielen. Das ist eine Riesenchance für Ihr Leben. Ich wünsche Ihnen dafür alles Gute und feiern Sie noch Ihren Erfolg. Ja, was zeichnet eure beiden Jahrgänge aus? Ihr seid Individualisten. Ihr seid die Pioniere der ersten Jahrgänge am Campus Burghausen und ihr seid daher auf eure ganz eigene Art einzigartig. Philipp Berntl und ich werden eure Themen nun bei der Übergabe eurer Urkunden zusammen mit eurem Namen und eurem Studiengang auch nennen. Lisa Blei, die Prozessautomatisierung am Beispiel der automatisierten Preispflege in SAP der Siltronic AG behandelt hat. Gratulation, Lisa. Dann aus dem Chemieingenieurwesen Philipp Forber mit dem Thema Bewertung online-massenspektrometrischer Methoden zur Analyse organischer Verdunstungsemissionen aus Kraftfahrzeugen. Aus der Betriebswirtschaft die Eva-Maria Flötzinger, die Entwicklung einer Methodik zur Beschaffungsmarktanalyse unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie. Herzlichen Glückwunsch. You got it.